As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name, Mark of the Ninja steht wieder an, Folge 33 mittlerweile. Wir haben unser finales Zeichen bekommen, den Wolf auf der Brust oder dem Bauch. Und sind nun in der Lage, uns hier zu teleportieren oder vielmehr zu huschen. Teleportieren ist das ja nicht wirklich. Hinterlassen dabei sogar ein paar Federn. Tja, und sind auf Gegner gestoßen, die ein ziemliches Kaliber darstellen. Okay, da kann ich nicht drauf. Das ist wieder der berüchtigte Schatten im Vordergrund. Tja, und diese Gegner, die haben uns derart zu schaffen gemacht, dass wir unser erstes Nebenziel schon nicht erreichen konnten. Nämlich diesen unentdeckt zu entgehen. Ich werfe noch einen kurzen Blick auf die Karte. Und es scheint nur noch nach unten zu gehen, genau. Dann wollen wir mal. Und da kam auch schon das Becken hinzu. Überlebe den Untergrundtunnel ohne Ausweg. Was genau heißt ohne Ausweg? Oh je, jetzt kommen hier wieder die ganzen Fallen. Wollen wir mal schauen. Okay, das ist glaube ich nicht so geschickt, wenn wir jetzt da durchgehen. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Naja. War das Geräusch einer Tomate, die da zerquetscht worden ist? Kann es sein? Nein! Oh, was mache ich denn? Ich muss natürlich den hier wählen. Oder? Genau. Damit ich hier die Zeit kurz mal anhalten kann. So. Machen das jetzt. Willst du wohl? Ich glaube, ich spinne. Ja, aber hoffentlich nicht sterben, ne? Da haben wir wieder einen mit den berüchtigten Zacken unten. Halt, Moment. Da ist aber nichts zum Einsammeln, oder? Nein. Ne, Moment, hier war der Durchgang, nicht der. Eine Verwechslung. Wir haben einen Schalter und ein Drehrad. Und dieser Schalter, der verheißt nichts Gutes, da bin ich mir sicher. Wahrscheinlich werden wir den hier hochbewegen müssen. Bleibst du oben? Nein, natürlich nicht. Schalter umlegen, Fallen auslösen, wir stehen drunter und dann zusehen, dass wir da irgendwie hochkommen. Wahrscheinlich sind deswegen auch die Zacken dort. Und los. Hä? Ich dachte, ich stehe unter dem Ding. Ja, okay, so viel zum Plan. Dann machen wir das eben so. Vielen, vielen Dank. Ah, wie soll denn das jetzt gehen? Ich stand doch vorhin unter dem Teil hier, oder nicht? Oder hat das nichts zu bedeuten? Muss ich einfach nur dazwischen stehen, dass die mich nicht treffen? Nein. Gut, dann teleportieren wir uns eben da hoch. Das soll ja wohl möglich sein. Wir huschen uns da hoch. So, erstmal auswählen. Boah, Alter. Jetzt ist der natürlich im Weg gewesen. Hey, wir werden hier mehrfach drauf gehen. Das sehe ich jetzt schon. So, jetzt erstmal hier testen. Hä? Warum konnte ich das nicht anwenden? Ich möchte mich da gerne hochhuschen. Das geht nicht. Kann ich das nicht mehr? Doch, kann ich. Warum geht das jetzt nicht? Das ist essentieller Teil meines Planes.
Das muss funktionieren. Ich kann es nicht anwenden. Ich verstehe es nicht. Also muss ich ehrlich sagen, ich kapiere es nicht ganz. Warum? Boah, ich raff das echt nicht so richtig, wie das funktioniert. Okay, so scheint das offenbar zu gehen. Dann. Was ist hier los? Die kommen gar nicht herunter auf der einen Seite? Ist nicht euer Ernst. Und was hat es mit dem Ding hier auf sich? Oh Mann. Okay, da ist nix. Mir scheint, dass wir die Stalker hier hinter uns haben. Haben wir eigentlich das Ding mit dem Ausweg hinter uns? Ohne Ausweg. Offenbar noch nicht. Ich nehme an, da kann man sich verstecken. Genau. Die Frage ist nur, warum. So. Okay. Das wird jetzt erst getestet. Also der kann anscheinend immer nur so zur Seite hin huschen. Naja, gut. Wo bin... Hey, jetzt ist er hier. Ich dachte schon, er huscht sich dort drüber und wird doch noch getroffen. Das wäre natürlich nicht geil. Ja. Zieh hoch. Okay. Ach, jetzt bleibst du da oben. Okay. Ah, verstehe. Und ich nehme an, ihr löst den da aus. Genau. Ja, die Frage ist nur, ob das jetzt was bringt. Denn der da hinten, der hat ja nicht aufgehalten. Zumindest meine ich, dass das so war. Okay, scheint zu funktionieren. Ja, dich brauchen wir nicht. Ja. Wo bin ich? Ah, jetzt kann ich doch da. Ah ja, jetzt habe ich hier so ein Geländer dazwischen. Jetzt geht das. Also entweder ich bin zu blöd dafür oder ich raff das einfach nicht. Was aufs Gleiche hinausläuft im Grunde. So, finde einen Weg an den Außenposten der Banditen vorbei. Genau, und das war... ohne Schaden zu nehmen. Okay. Gut, wir sind hier auf jeden Fall schon mal wieder unsichtbar. Das ist ein Vorteil. Okay. Wir brauchen Durchblick. Da oben ist einer. Und da hinten ist einer. Willst du nicht? Ich klicke. Oh oh. Naja, immerhin. Ah, okay, töte 5 Feinde mit Fallen. Dann haben wir schon den ersten. Die von vorhin, die konnten wir nicht erledigen. Beziehungsweise es hat nicht gewertet, weil mindestens 2 haben wir mit Fallen erledigt. Das ist keine Falle. Und das Licht kann ich nicht treffen. Doch. Ja, ich weiß. Okay. Oh oh. Moment.
Eins, zwei, dich treffe ich nicht. Genau. Wieso kriege ich dich denn nicht anvisiert? Was soll das heißen, ich soll näher kommen? The wind covered his tracks. Ha, sieh an, sieh an. Oh. Fuck it. Ich dachte, die explodieren nicht, wenn sie aus dieser Höhe fallen. Ich dachte, die müssen aus einer höheren Höhe fallen. Oh oh. Ja, jetzt ist uns natürlich eine Falle hier flöten gegangen. So ein Dreck. Unten rum geht's auch nicht weiter. Wir wechseln mal zu unserer Markierung der Abklärung, was hier leider nicht mal reingepasst haben. So scheint. Sag mal, ich krieg das Licht hier einfach nicht aus. Ist das euer Ernst? We're coming for you. Dieser kleine Felsvorsprung hier, oder wie? I'm coming for you too. Jetzt will er natürlich nicht weggucken. Ja gut, ihr werdet dann eine Weile rummachen. Gucken wir mal nach dem da oben. Ob da irgendwas passiert ist. Wo bist du denn hin? Na, sieh an. Dann können wir ja mal uns hier hochsneaken. Na, da steht schon wieder einer, kann das sein? Ah, fast. So, dich aber hole ich mir. Genau, jetzt warten wir noch, bis du kommst. So. Ja. Bye bye. Den zweiten haben wir schon. Innere Tötung heißt das Ganze. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Da hinten haben wir wieder einen Pegasus. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an Prince of Persia. Hier von der Optik her. Und dann haben wir hier einen Pegasus. Und einen Ninja. Das ist ein sehr interessanter Mix. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber okay. Ich möchte nicht so sein. Oh, leck mich. Na, oh, jetzt habe ich natürlich das hier nicht ausgewählt. So, wir gehen wieder hoch. Ich habe den Scharfschützen nicht gesehen. Weiß auch gar nicht, ob man den sehen konnte. So, wie sieht das jetzt aus hier? Ja, so ohne Schwert, da ist das Leben gleich mal schwerer. Man sieht natürlich die Laserstrahlen ziemlich schlecht in dem Sandsturm. Und manchmal verschwinden die auch einfach so. Kann das sein? Wie jetzt etwa gerade. Da unten ist der eine Typ auf jeden Fall und ich sehe keine Falle, mit der wir den vernichten könnten. Wenn ich dem seine Waffe nehmen könnte, da kann ich sie auf jeden Fall ablenken. Und da ist schon wieder der Typ mit seinem Laserstrahl, hey. Und das ist auch noch so einer mit einer Leuchtpistole. Leute. Ich weiß, ich stelle mich hier vielleicht ein bisschen ungeschickt an. Da ist der Typ natürlich wieder. Ah, das ist alles nicht so. So, Ausrüstung lässt echt zu wünschen übrig. Dann tun wir uns doch mal an dem hier vorbeischleichen. Danke. Ach du Schande! He's here.
nicht. Don't let him get away. Junge, ich wollte mich doch nur hinter dem Ding da verstecken und nicht teleportieren. Und dann noch gleich so weit? Sonst hat er doch immer seine begrenzte Entfernung gehabt, Mensch. Boah, das ist echt gerade nicht sehr zufriedenstellend. Das ist auch hinüber. Das glaube ich gerade einfach nicht. Das ist doch nichts weiter als ein schlechter Witz. Nochmal machen ist halt auch nicht wirklich, weil es diese Checkpoints da gibt, keine manuellen Speicherpunkte. Tja, was haben wir eigentlich hier? Ich nehme an, du machst Lärm, genau. Ich möchte jetzt aber gerne noch wissen, ob man hier eventuell etwas einsammeln könnte. Okay, das ist der Typ von links, von vorhin. Ich muss mal kurz pausieren. Einen Moment. Musste mir mal gerade die Nase putzen. Bin ein wenig erkältet. Da oben ist nichts mehr, nehme ich an. Gut, dann gehen wir halt in den nächsten Abschnitt. Ah, tut mir leid, dass es jetzt echt so läuft, aber was soll ich machen? Ja, wie? Ich dachte, da geht's weiter. Wo müssen wir denn hin? Ich bin ja auch noch dran vorbeigerannt, hey. Da war ich vorhin drin. Alter. Und wir haben hier oben noch ein bisschen was. Das werden wir uns auf jeden Fall auch noch mal kurz anschauen, sofern wir da hinkommen. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass hier einer kommt. Kommt da noch einer? Ich meine, wir können es uns jetzt schenken, hier irgendwie zu versuchen, ungesehenen Augens durchzukommen. Das ist vorbei. Das war schon lange. Ich hoffe, das ist nicht das finale Level. Denn das wäre echt ärgerlich. Hm. Dass er die Treppen nicht automatisch hochgeht. Gut, ich bezweifle, dass da oben noch was ist. Ich möchte es auch nicht unbedingt riskieren. Ich hätte mich vielleicht auch einfach hier... Na, das hatte ich ja eigentlich irgendwo auch... Oh Mann, hey! Dass ich hier ständig vergesse, das umzuwechseln. Was ist denn los? Willst du da nicht durch oder was? Ach, du kannst da noch gar nicht durch. Da ist eine Blockade. Ja, so viel dazu. Dann gehen wir halt hier hoch. Da ist der Hebel, verstehe. Oi, oi, oi. Du gehst doch bis nach da vorne irgendwo hin. Ist nicht verfügbar. Bis ich mein Schwert wieder habe. Wie soll ich das wieder kriegen? Ich habe es doch zurückgelassen. Oder kriege ich ein neues? Man könnte jetzt die Chancen nutzen, hier nochmal. Okay, so viel dazu. Oje, oje. Also jetzt bitte. Danke. So. Eine zugeschütteter Fluchtweg. Okay. Entkomme den Ruinen. Jetzt dachte ich schon, ich hätte gerade wieder eine Falle ausgelöst.
Und hätte es mal wieder nicht mitgekriegt. So, töte 5 Feinde mit Fallen. 2 oder 3 haben wir schon. Müssen jetzt eigentlich 3 sein. Da können wir im Moment, wie wir das, einmal darüber und einmal runter. Oh je, oh je, oh je. Genau das habe ich erwartet. Dann bleiben wir erstmal da oben. So, dich legen wir um. Wenn du mir jetzt auf Zeit gehst. So, und Sprung. Und zack. Wahrscheinlich kommt da jetzt irgendwas angerauscht, auf das wir aufspringen können, oder die Dinger gehen einfach rein. Okay. Ich warte jetzt einen Moment. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass die auf Zeit sind. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Gut. Und das mit diesem... Hier raff ich auch nicht so ganz, wie ich da klar... Ach nee, die schon wieder. wie ich da klar festlegen kann, wo er hin soll, wo das Ziel ist. Mal geht's, mal irgendwie nicht. Gerade mit diesen Geländern hier. Okay. So, jetzt müssen wir an dir hier vorbei. Ich habe doch gedrückt, du solltest... Was machst du? Hä? Hängst du da fest? Was auch immer gerade passiert ist, ist es nochmal gut gegangen. Er sollte sich an ihm vorbei teleportieren. Huschen. Wie auch immer, es ist mir egal. Es scheint nur nicht so ganz geklappt zu haben. Seht ihr, jetzt kann ich hier so schräg hochhuschen. Mal geht es, mal nicht. So, hier haben wir einen Hebel. Der verheißt doch nichts Gutes. Was ist das hier? Okay, das scheint ein Signal zu sein. Ich mache mich hier ready. Genau rein, genau rein. Ein bisschen mehr Geduld, Martin, ein bisschen mehr Geduld. So, so habe ich mir das auch bei diesen Typen unten vorgestellt, genau so. Und es kam halt genau anders. Genauso wie ich es gewohnt bin. So. Der Weg zu den Hügeln. Jenseits davon liegen Wüste und Geborgenheit. Alles klar. Wir machen hier einen Cut. Die Folge ist wieder voll für heute. Und ich bedanke mich erneut fürs Zusehen. Gerade auch, wo es die 33. Folge ist. Das Projekt ist echt ziemlich lange. Gebt den ganzen Daumen nach oben, wenn ihr das gut findet. Ich fand es diesmal nicht so gut. Bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und bis auf dann.